Eine junge Polizeimeisteranwärterin ist am Wochenende auf einer Homeparty und die Laune ist gut, alles passt, doch plötzlich aus dem Raum nebenan hört sie Schreie, ihr Freund streitet sich gerade mit einem Unbekannten, das Ganze schaukelt sich hoch, es fallen Ausdrücke, doch Gott sei Dank kommt es nicht zur Schlägerei. Ihr Freund allerdings ist natürlich zu Recht extrem wütend und möchte gern wissen, wie der andere heißt, doch der möchte nicht mit sich reden lassen, der möchte seine Jacke packen und ist gerade auf dem Weg zur Tür. Und als ob das Ganze nicht schon genug wäre, dann fangen noch die Leute plötzlich an die öffentliche Hecke zu pinkeln und sie weiß ganz genau, okay, das ist nicht erlaubt und sie fragt sich jetzt natürlich, was muss sie in dieser Situation nun machen und vielleicht hattest du auch schon mal eine Situation, wo du auf einer Party warst und wusstest, ein Polizist oder eine Polizistin ist anwesend und du hast dich jetzt gefragt, okay, muss ich jetzt aufpassen, was ich sage, was passiert, wenn ich was falsch mache, kann ich mich jetzt überhaupt noch so verhalten, wie ich eigentlich möchte. Darum schauen wir uns in diesem Video an, ob ein Polizist oder eine Polizistin privat eingreifen muss, wenn irgendwas passiert und unter welchen Umständen du auch hier etwas was zu befürchten hast. Zunächst mal müssen wir die beiden Beispiele mal aufsplitten, denn es gab hier zwei Sachen, um die es sich genau dreht. Denn es gab einmal das Wildpinkeln, nennt sich das, wenn man an die öffentliche Hecke pinkelt, und das andere eine Beleidigung. Und hier ist es wichtig zu unterscheiden, was man falsch gemacht hat, denn beides sind unterschiedliche Tatbestände. Man redet auch im Polizeijargon von Ordnungswidrigkeiten und von Straftaten. Straftaten sind vorgefertigte Tatbestände, das sind sozusagen die schlimmeren Sachen. Und Ordnungswidrigkeiten sind so die alltäglichen Verfehlungen, die man macht, oftmals mit dem Auto, man ist zu schnell gefahren, man hat falsch geparkt, aber eben auch so Geschichten wie beispielsweise Wildpinkeln gehört da dazu. Bei Ordnungswidrigkeiten kann ich dir gleich sagen, ganz unabhängig, ob ein Polizist privat unterwegs ist oder in Uniform, es gibt ein sogenanntes Opportunitätsprinzip, das bedeutet zu Deutsch, dass es einen Ermessensspielraum gibt, ob derjenige eingreifen möchte oder nicht, das obliegt dem Polizisten, das heißt, wenn er der Meinung ist, dass es jetzt nicht so schlimm war, dann muss er auch nicht eingreifen und das Ganze ahnden. Anders allerdings sieht das Ganze bei Straftaten aus, denn bei Straftaten, da müssen Polizisten sogar dem Ganzen nachgehen. Denn es gibt da einen Paragraphen, das ist der 163 StPU, der gilt übrigens bundesweit für alle Polizisten und da ist ganz klar geregelt, dass ein Polizist der Sache nachgehen muss. Denn ich habe dir hier mal den Gesetzestext mitgebracht, es steht, um genau zu sein, die Behörden und Beamten des Polizeidienstes haben Straftaten zu erforschen und alle keinen Aufschub gestatteten Anordnungen zu treffen, um die Verdunkelung der Sache zu verhüten. Zu Deutsch gesagt, wenn ein Polizist von einer Straftat mitbekommt, dann muss er dem auch nachgehen und er muss das dann auch zur Anzeige bringen. In diesem Paragraph hast du jetzt nichts davon gelesen, ob das Ganze privat gilt oder im Dienst. Das heißt erstmal ganz grundsätzlich, dass Polizeibeamte Straftaten nachgehen müssen und das würde, wenn man es so betrachtet, auch im privaten Bereich gelten. Denn hier ist offenbar eine Straftat vorgefallen, denn um genauer zu sein, ist es der Paragraph 185. Hier steht der Straftatbestand der Beleidigung näher definiert und da kannst du ganz klar sehen, das Ganze ist eine Straftatbeleidigung, das heißt rein theoretisch muss man dem Ganzen jetzt nachgehen. Gott sei Dank ist es aber so, dass man auch hier einen gewissen Spielraum hat. Von der Theorie muss man jeder Straftat nachgehen, aber es gibt auch hier eine schwere Theorie, die besagt, dass man das Ganze auch immer individuell abwägen muss. Das heißt, man kann hier nicht genau sagen, ob sie dann am Ende eins auf den Deckel bekommen würde, denn es gibt auch noch Strafvereitelung im Amt, das ist auch ein eigener Paragraph, wo auch ein Polizist theoretisch ins Gefängnis kommen kann, wenn er der Sache nicht nachkommt. Aber es ist immer auch im Einzelfall zu betrachten, wie schwer das Ganze ist. Und hier muss man ganz klar sagen, ist zum Beispiel die Beleidigung, wie in dem eingangs genannten Beispiel, ein absolutes Antragsdelikt. Also eher eine kleine Straftat, könnte man sagen. Denn ein absolutes Antragsdelikt wird beispielsweise von Amts wegen nicht verfolgt, wenn kein Strafantrag gestellt wird. Das heißt, wenn Ihr Freund jetzt zum Beispiel sagt, am nächsten Morgen, wenn er beispielsweise wieder nüchtern ist, ja, okay, war blöd, dumm gelaufen, aber ich möchte jetzt keine Anzeige gegen ihn erstatten, dann würde man auch von Amts wegen nicht verfolgen. Das heißt, man könnte hier sagen, das Ganze ist auch legitim, dem nicht nachzugehen. Aber rein faktisch ist auch Beleidigung eine Straftat und in der Theorie muss sie dem nachgehen. Hier muss man dann einfach im Einzelfall entscheiden, war es jetzt verhältnismäßig, dass sie reingegangen ist oder nicht. Anders sieht es natürlich aus bei schweren Straftaten, wenn sie jetzt mitbekommen würde, dass ihr Freund beispielsweise einen Raub begangen hat. Ja, da ist so eine schwere Straftat begangen worden. Klar, da hätte sie keinen Ermessensspielraum. Du merkst, das Ganze ist eigentlich eine recht trockene Thematik und immer im Einzelfall zu begründen, deswegen lässt sich das nicht pauschal auf alles einwenden, aber ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Einblick geben, wie das Ganze abläuft und in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen, dein Finanzkopf Kai Wuczynski.